Gala. So, Shadow Sneak auf plus 4. Macht. Ja, okay, wir hätten auf plus 4 bleiben sollen, ja. Plus 4 macht 99 bis 117% auf Gala Damanagedin. Ja. Ja. Ja, hätten wir tun sollen. Aber ich hätte echt gedacht, ich meine, wir hätten ihn vielleicht auch trotzdem nicht killen können. Es wären halt echt diese paar KP gewesen. Also mit Tolucci eingepasst, okay. Traurig. Okay, wir sehen mal ein interessantes Team. Viele Monster, die wir noch gar nicht gesehen haben heute. Tesorio, wir haben alles heute davon noch nicht gesehen, außer Kramor. Anders hättest du es auch nicht spielen können. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es war schon das Safeste, was wir hätten machen sollen. So. Hättest du Kramor überhaupt auf plus 4 Dunklau gekillt? Das ist halt auch wieder eine Frage, ne? Wahrscheinlich sogar nicht, weil er komplett physisch defensiv war. Wir nehmen auf jeden Fall Rotom Heat mit. Ich finde hier nach langer Zeit mal wieder Gyarados ziemlich gut. Das ist nicht schlecht. Auch wenn Kramor ein bisschen ätzend ist, aber handelbar. Und wir nehmen... Ich möchte mit Mimik mal leaden. Gegen ihn. Ja. Hast gerade von einem Messbecher gesehen. Das ist ein großer Festivalbecher, Leute. Wir alle mal fragen, ob das ein Messbecher ist. Das ist passiert nervig, ja. Deswegen lege ich auch nicht mit Rotom. Das ist für ein Item auf Gyarados. Dadurch bekommt Gyarados keine Tarnsteinschaden, Stachlerschaden, Klebenetz, Stachler, Stahlstachler, Tarnsteine, Dingensbumsen. Ha, okay. Genau, er leadet nämlich mit Electragon. Genau deswegen wäre der Rotom Heat Lead richtig kacke gewesen. Und wir gehen hier für... Dadurch, dass der wahrscheinlich sowieso gescarft ist... Na okay, dann sollten wir für Knuddler gehen. In allen Fällen sollten wir, glaube ich, für Knuddler gehen. Das passiert ja als Electragon. Ja, ja, ich kenne den Namen von Electragon. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon aus der Gen. Er ist nicht gescarft? Okay. Doch nicht. Nee, die Schuhe sind beim 3 gegen 3 auch nicht gut, aber ich hatte leider kein anderes Item. Ich habe mir jetzt einen Kerzerbären Gyarados gemacht, aber dadurch, dass man das Pokémon registrieren musste, und ich habe auch gar nicht daran gedacht, deswegen haben wir da das Schuhen Gyarados mit. Aber eigentlich ist es im 3 gegen 3 nicht gut. Okay, Tesorio, das Matchup kennen wir. Wir wissen, dass wir auf plus 2 mit Knut auf jeden Fall killen, aber wir können auch einfach so auf plus 2 gehen und dann Dynamaxen. Und ihn dann killen. Spielt auf jeden Fall Kerzerbeere anstatt die Schuhe. Electragon? More like nicht mehr Electragon. So, ihr könnt jetzt hier auch Dynamaxen. Das würde ich auf jeden Fall sehen. Was aber noch okay wäre. Der Dynamax ist zweimal geil für Gyarados. Aber es lohnt sich hier halt einfach. Besonders, weil wir so den safen Kill haben. Selbst wenn er sich Dynamaxt, ja, killen wir ihn, glaube ich, nicht. Aber dann könnte es vielleicht sogar sein, dass wir auch einen Hit überleben. Fragezeichen haben, Life Orb, Recoil und wir sind nicht ganz full life. Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Er Dynamaxt nicht. Okay. Easy. Richtig gut für uns, dass er nicht Dynamaxt. Soll er doch von mir aus für Tiefschlag gehen. Was denn sein letztes Mon, dass er sich so sicher ist, dass er nicht Dynamaxen muss. Dass er uns einfach auf plus 2 lässt. Das ist die große Frage, ne? Er geht raus in Skelabra. Skelabra ist nur schneller als wir, wenn er scarfed ist. Wenn er Dynamaxt, hat er auch keinen Scarf mehr. Okay, Dynawall bringt nichts. Wir sind ja sowieso noch zwei Runden lang in unserem Dings. Wir gehen für Dynaspuk. Wenn er Dynamaxt, ist er tot. Okay, er ist gescarfed, gut. Okay.
Ah, Gastrodon wäre jetzt hier übel geil. Wie schlimm ist es? Ich meine, wir haben noch unser Scarf Rotom und wir haben noch Garados. Wir gehen erstmal aus dem Rotom. Wir hätten, glaube ich, rauswechseln sollen. Obwohl. Geht auch für Band? Yes. Mega für Donnerblitz. Okay, Dynamax, ja. Ist okay. Vielleicht verliert er auf jeden Fall. Verziehungsquote. Wie schlimm ist dies? Was genau? Wie gefährlich wird Gastrodon noch? Gastrodon, Skelapa. Wir sind auf jeden Fall schneller und kriegen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden raus. Das ist nicht wenig Schaden. Nehme ich auf jeden Fall. Widerspuk. Hoffentlich tanken wir noch einen. Das wäre nice. Schade. Aber er senkt nichts von uns. Und er sollte eigentlich Garados nicht killen können. Ist er schneller als wir? Ist Drachentanz hier der Play? Wie viel Speed hat Skelabra? Skelabra. Der hat doch 80, oder nicht? Ja. Wie viel hat Garados? Garados. 81. Nice. Sind wir jolly? Ich hoffe, Team aus der Vergangenheit. Du bist einfach. Du bist einfach. Kaskade, let's go. Wir sollen auf jeden Fall schneller sein. Yes. Er wird noch für Drachentanz gehen können, glaube ich. Weil ich glaube, er sollte uns nicht killen. Das wäre zu krass. Ja, okay. GG, vorbei. Okay, ich habe vor einer Sache Angst. Wenn ihr jetzt Dünawall drückt, soll ich für Sprungfeder gehen? Ich glaube, dass Sprungfeder unser Play ist. Weil wenn er jetzt für Dünawall geht... Wir können missen, klar. Aber wenn er jetzt für Dünawall geht, dann ist er nächste Runde wieder schneller als wir. Drachentanz wäre auch eine Option, aber wenn er einfach für Dünawall geht... Ich sag, dass Sprungfeder mein Play ist. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Wir müssen nur noch treffen. Sprungfeder war der Play. Sprungfeder war der Play. Wir müssen nur treffen. Drachentanz ist keine Option, nee. Das war der Play. Es war der Play. Yes! Lecker! So lecker! Verdienter Sieg, würde ich sagen, an der Stelle, Leute. Delicious, schmelicious. Saftig. Sehr, sehr saftig. Kann nichts gegen sagen, Leute. Kann man nichts gegen sagen. Nice. Sehr, sehr nice. Wichtig. War wirklich wichtig. So, was haben wir noch? Gönnen wir uns. Turniermusik. Puh. Brenzlig. 5000 IQ Play. Mussten wir machen. Mussten wir ja wirklich machen. Der ärgert sich jetzt. Der wird sich jetzt ärgern. Okay, ist erst Akani, was wir sehen. Wobei Akani tatsächlich auch gar nicht so schlecht ist. Wir sind halt auf Gast oder mäßig. Trikefalo, Mygma, Despota, Kramor und Rotom. Mo. Mimikma nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich will sogar mit Mimikma wieder leaden. Nur Dings ist ein bisschen nervig. Akani. Ich glaube nicht, dass er mit Akani leadet. Wir können auch mit Rotom Mo leaden. Ich finde unser Rotom tatsächlich ziemlich gut. Ich glaube, ich will sogar mit Rotom leaden. Ich will Gastrodon, glaube ich, sogar mitnehmen.
Ich glaube, dass Gastrodon gar nicht so schlecht ist. Und Mimikma nehmen wir noch mit. Hat alles von mir gelernt, aber Janina, geh weg. Ich glaube, dass das gut ist. Wobei Gyarados auch noch nice sein kann, ne? Nee, ich glaube, wir versuchen es so. Wir versuchen es, glaube ich, so. Wir können jetzt aber nicht jede Runde gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Kannst du nächste Runde einmal Mary 2 anmachen, nur für die Siegesträhne, die jetzt kommt. Wenn wir gewinnen, mache ich das. Wenn wir gewinnen. Vielleicht wählt er auch gar kein Team aus. Zählt es dann als, würde das als Win für uns zählen, wenn er kein Team auswählen würde? Timo, voll schlecht gespielt, holy. Okay. Alright. So, wir sehen im Lied Despotar. Ist okay. Ist es das? Ist okay. Wir gehen hier für Voltwex und gehen raus in Gastrodon. Ist okay. Nicht optimal, aber okay. Timo, magst du Doubles mehr oder Singles? Singles, bei Weitem. Ich bin mehr der Singlespieler. Aber ich will jetzt den Schwert und Schild, will ich mich demnächst auch noch mit Doubles beschäftigen. Falls ihr mich bei der Reise begleiten wollt, dann müsst ihr das auf jeden Fall sagen, ob ihr darauf Bock hättet, dass ich auch mal ein bisschen Doubles zocke. Dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. So, wofür geht der? Steinkante, perfekt. Hätte ruhig missen können. Macht halt so viel Schaden, ne? Ist halt so dumm, wie viel Schaden der macht. Und sich Dynamaxen. Eventuell schon. Könnte halt Rote mit haben. Irgendwie sieht Wasser. Oh, er Dynamax, okay. Ist das schlimm? Gute Frage. Kann ihn halt burnen, ne? Aber er wird uns nicht killen. Eigentlich. Aber ich glaube, dann wäre Dynamaxing sogar doch besser gewesen. Sind wir schneller als er? Ne, er ist schneller als wir. Aber Dyna Dunkel sollte eigentlich nicht killen. Achso, dann lass mich doch nicht hängen. Ich glaube, es ist nicht wegen Schwächenschutz. Ah, spielt der Schwächenschutz, glaubt ihr? Ist das the truth? Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn er Mimik mal mit hat. Ich muss ja auch auf jeden Fall einen Schwächenschutzmann demnächst machen. Hier für 3 gegen 3 gibt es auch sehr, sehr viele coole. Ist Dynamaxing der Play mit Knuddler? Ich glaube, es killt sogar nicht mal, oder? Ich glaube, es ist unser einziger Play zu gewinnen, deswegen werden wir es versuchen. Gastrodon ist halt leider nicht so geil. Nee. Traurig. Entweder die Kampfbeere oder Schwächenschutz. Selten mal ein Scarf. Der Burn wäre, also die Chance auf den Burn wäre nice gewesen. Komm schon, gönn. Kill, 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 kill. Ah, shit. Shit, 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 shit. Schwächenschutz aktiviert sich alles, egal. Das ist nicht schlimm. Am Anfang gehe ich eigentlich schon Pokémon, die Verteidigung senkt. Er ist auswechseln wieder rein. Ist die Verteidigung dann immer noch geschwächt oder wieder normal? Die ist wieder normal. Okay, ich glaube, dass unser Place hier ist, für Dünerwald zu gehen. Weil es auf Dauer nicht so gut ist, dass wir gedynamaxed sind. Und ich den Dynamax, glaube ich, nicht mit zu seinem nächsten Pokémon übernehmen will. Besonders, wenn er Mimik mal eventuell mit hat. Oh, er wechselt raus.
What? Ach nö, also wer rauswechselt? Okay, Kramer sich ein. Ah. Hm. Wir wechseln einfach auch raus. Stress will er dann keine haben. Hier ist Geräusch, wenn mir mal der Kopf knickt. Das ist echt süß. Ne, wir gehen raus, wir gehen raus. Okay, was jetzt ein? Delegator. Okay. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung rauszuwechseln. Der Sandsturm legt sich auch sehr gut. So, er kann hier von mir aus ein Hit rausbekommen, das wäre nicht schlimm. Und wenn er in Despot rausgeht, dann wechselt er auch auf, also, wenn er in Despot rausgeht, dann verliert er das Matchup. So. Eisenschädel. Okay. Absolut in Ordnung. Die Frage ist echt, was sein letztes Pokémon ist. Wenn es Wigma ist, ist es halt schwierig. Wenn es nicht Wigma ist, dann ist vielleicht schwierig. Wir spielen Despotar auch mit Assault Vest plus dann schon gleich hohe Spezialverteidigung. Ja, kann auch machen. Was tut er? Was will er hier tun? Er wechselt tatsächlich raus. Und geht in Despotar. Das war nicht sein Play. Niemals. Despotar wäre so gut gewesen, später jetzt reinzukommen. Oh, er tankt doch nicht mehr. Okay, nevermind. Da habe ich nichts gesagt. Was haben wir am Anfang eingesetzt? Wir haben Bowswitch eingesetzt. Ja, okay. Dann war es doch in Ordnung. Dann sehe ich es ein, warum er in Despot rausgegangen ist. Habe ich nichts gesagt. So, die Frage ist immer noch, hat der Mimikma mit? Wer bist du? Du bist Mimikma. Okay. Ha. Huh. Wir müssen für Donnerblitz gehen. Vielleicht tanken wir sogar noch einen Hit. Geht's dir? Mir geht's super. Welche Fähigkeit spielst du auf Resadeo? Entlastung. Wenn er jetzt für Schwertanz geht und nicht damit rechnet, dass wir Scarf sind, dann Schock. Er darf uns halt eigentlich nicht killen, weil wir Rotom Heat eigentlich brauchen. Phantomkraft? What? Okay. Opfern wir Mimikma? Wir opfern Mimikma auf jeden Fall, ja. Wir müssen Mimikma opfern. Ansonsten verlieren wir nämlich gegen Kramor mit Mimikma. Gibt's keine... gibt's keine andere Option. Er kriegt selber noch Sandsturmschaden, vielleicht sogar Life-Orb-Schaden. Aber hier ist auf jeden Fall unser Play, Mimikma zu sagen. Phantomkraft, Alter. Crazy Boy. Hat er einen Leben-Orb? Bitte? Nein? Hat er. Okay, so. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass Donnerblitz killt, ne? Hitze... oder gehen wir für Hitzekoll? Okay, ich kalk es nach. Ich kalk es nach. Rotom Heat. 252 Special Attack. Gegen Mimikyu. Thunderbolt. Macht 48 bis 57%. Aber er sollte uns eigentlich auch nicht killen. Mega super, ja. Ist Overheat der Play. Overheat kann ihn halt killen. Und ich glaube, dass Kramor weniger gegen Rotom Heat kann. Und wir hier deswegen für Hitzekoller gehen können. Das killt? Ich glaube, dass das okay war. Wird interessant.
Er hat schon ein bisschen Schaden bekommen. Mir fehlt die Kolle. Kill. Sei für sich defensiv. Jetzt Koller hat auch nicht so viele AP, ne? Wäre T-Bolt eher der Play gewesen? Nee, Stabpuppe, man bekommt keinen Spezialverteidigungsboost. Crit oder Lose, ja, wahrscheinlich. Ja, schade. Ich glaube aber, dass mein Play war. Ich weiß nicht. Vielleicht noch T-Bolt. I don't know. Ich bin reich! Das war auf jeden Fall unser Play, Leute. Easiest game of my life. Komm, der hätte... Dass der irgendwann kommt, ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Nehme ich jetzt, also einen geschenkten Gaul, schauen wir nicht ins Maul, würde ich sagen. Und wir stehen 19-8. So, Mary 2 sollten wir anmachen, ne? Let's go. Skill, sagt man sich. Crit ist immer der Play. 500 IQ. Ah, lecker. 1672, okay. Das ist nicht schlecht. More Mobby Test, okay. Interesting. Mimic Mask ist hier übelst insane, holy shit. Aber ich glaube sogar, dass wir wieder mit Rotom leaden. Und wir nehmen aber Mimic Mask auf jeden Fall mit. Er hat so lange. Ja, ist okay. Ist okay. Wir nehmen Rotom Heat, Mimic Mask und. Ich glaube, Gastrodon ist sogar noch ganz cool. Ey, euch heißt Mert und studiere in München mit dem anderen Mert, aka der Tidenza, aka Dreger Dan. Sagt ihm mal, der soll sich auch Pokémon holen, Mann. Alter, sag ihm mal bitte liebe Grüße an den Boy. Und ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich mache ein Video für ihn. Sag, wenn du ready bist, für Ansage. Ich bin sofort ready, okay? Ich bin ready, okay? Hol dein Handy raus. Bist du ready? Okay, Mert, ich bin über die Silvesterzeit in München. Wenn du bis dahin noch kein Pokémon hast, dann reiß ich dir den Arsch auf. Kuss, Habibi. Okay, so, wir sehen hier auf jeden Fall Durant im Lead. Ich glaube aber trotzdem, dass wir für Voltwechsel gehen. Die Leute bleiben immer so random drin. Rotomid und Resadero können selber das Electric Terrain rausholen. Wir gehen für Voltwechsel kommen. Zwango? Was macht Zwango? Er spielt Schnarchnase mit Zwango, lol. Muss er jetzt nicht eine Runde aussetzen? Warte, Zwango. Dieselbe Fähigkeit wie der Angreifer. Schnarchnase. Greift den. Das Pokémon muss nach dem Einsatz eine Runde ein. Na gut. Ich meine. Na gut. Gut. Ich meine. Gut. Gut. Hä? What? Wieso? Wieso tut ihr dies? Gift für Schattenstoß oder Dunkelklaue? Ich glaube, Dunkelklaue ist der Play. Ja, Dunkelklaue ist der Play.
Ja, weil Dynamax, richtig. Gut. Dann war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Insta-FF. Also, was der sich dabei gedacht hat, gegen Rotom Heat Zwango einzusetzen. Selbst wenn ich für Hitzekoller gegangen wäre, was wäre seine Mission danach gewesen? So, der kann eine Stahlattacke. Der boostet seine Death, ne? Der boostet seine Death. Ist es schlimm? Hätten wir uns auch Dynamaxen sollen. Killt Schattenstoß. Doch, Schattenstoß killt. Doch, Schattenstoß killt. Safe. Nice. Gut, 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 gut. Das sieht Klaus aus. Ja, Dunkelklau hat nur 70. Man denkt immer, Dunkelklau hat so viel, aber 70 und, also, Scherzing hat ja 40 und Dunkelklau hat nur 70. Ich überschätze irgendwie auch immer die, jetzt geht der Durant wieder raus. Schluss. Hä? Warte, war der nicht übelst hoch? Hatte der nicht 1672? Schweißbär. War der... Ich meine... Goffitel. Hä, der war übelst hoch vom Ranking her, oder? Können wir Dynamaxen für den Flex? Flex, Flex, Flex. Save der Bruder. Er hat surrendert. Pass auf, das kaputte Kostümschwung wird gleich zu Zwango eingesetzt. Sieg schmeckt wirklich. Absolut. 20-8, nice. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Weiter geht's.